ganz sicher erkennt der Kunststudent, dass er plötzlich etwas ganz besonders Wertvolles in Händen hält. Aber hätte er den Quedlinburger Domschatz einfach so mitnehmen können? Wenn die Wache ihren Job gemacht hätte, dann hätte Meador das niemals hinbekommen. Auch als Offizier nicht. Das hätte die Wache, wenn sie es schon nicht verhindert hat, wenigstens melden müssen. Doch für Meadows Tat gibt es einen Zeugen. Dieser Zeuge wird in die Geschichte verwickelt, als die US-Truppen systematisch jedes Wohnhaus in Quedlinburg durchsuchen. Nach deutschen Soldaten, die sich verstecken, um der Gefangenschaft zu entgehen. Die ganze Familie war in großer Sorge um den Schwager unterm Dach. Heinz. Sie haben ihn nicht gefunden. Was machen wir? Name: Wolfgang Steger. Auf dem Weg in die Schule sieht der junge Karl-Heinz Dömken amerikanische Soldaten, die Entlassungsscheine ausstellen. Ein Offizier unterschreibt die Papiere, die auch Dömkens Schwager retten könnten.